Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Opening. Und zwar machen wir heute vier schimmernde Legenden-Packs auf, nachdem es in letzter Zeit ein bisschen viel Oldschool gibt. Beziehungsweise, ja, ich ja sowieso ein Fan davon bin, machen wir heute mal nochmal ein paar aktuellere Packs auf schimmernde Legenden. Ist, denke ich, immer noch ein sehr, sehr cooles Set. Und deswegen machen wir die auf jeden Fall auf. Und direkt nochmal am Anfang der Hinweis. Leute, guckt auf Card Buddies vorbei. Das ist immer noch der Kanal, den ich mit dem lieben Dennis von Pokémon JM bzw. den Hooper X, den kennt ihr bestimmt vom Discord. Wenn nicht, dann guckt auf jeden Fall vorbei. Der hat sich da auf jeden Fall nochmal vorgestellt. Da werden wir in Zukunft sehr, sehr, sehr krasse zusätzliche Openings machen. Also kann ich auf jeden Fall nur empfehlen, da einfach mal vorbeizuschauen. Und ja, guckt auf jeden Fall vorbei. Würde mich sehr freuen. Ich habe da auch schon ein Opening drauf gemacht. Also, Leute, immer verlinkt. So, super Anziehungskraft. Impagator, Fuegrow, Bisasam, ein Golbit, Tyrakrok, Flammiau. Dann haben wir ein Ignivor, ein Flunschlick als erste Reverse-Karte und ein Shadow als erste Holo-Karte. Leider kein Hit, aber das ist natürlich nicht schlimm. Und Leute, generell nochmal bezüglich den Streams. Ich habe so eine kleine Sache. Habt ihr schon zwei, dreimal angekündigt. Warum kommen keine Streams mehr? Im Moment ist mein Internet Kartoffel. Anders kann ich das im Moment überhaupt gar nicht beschreiben. Es ist einfach im Moment wirklich nichts machbar mit dem Internet. Aber Ende März bzw. Richtung April sollte, wenn ich der Telekom Glauben schenken kann, was hin und wieder mal der Fall sein sollte, können wir eine 100.000er Leitung hier haben. Oder sollte es sein, dass hier eine 100.000er Leitung ist. Und dann wird wieder gestreamt, Leute. Dann wird wieder richtig gestreamt. Deswegen bleibt er auf jeden Fall dabei. Ich will auf jeden Fall viel mehr streamen. Ich schaffe es nur im Moment einfach aus Internetgründen. Leider, leider nicht. Das tut mir sehr, sehr leid. Aber, wie gesagt, das kommt wieder zurück. Ich habe da mega Bock drauf. Die Soulink, Leute. Die Soulink ist auf jeden Fall auch hart in Arbeit. Beziehungsweise da ist Stefan an dem Intro am Basteln. Da ist richtig cooles Zeug coming, wenn das fertig ist. Geht's damit auf jeden Fall auch weiter. Und wir haben ein Viridium. Leider, leider, leider nichts. Was ein Viridium. Haben wir noch zwei Packs? Schon mal Legenden. Gib mir was. Würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen. Und ja, ich habe für die Zukunft noch sehr coole Sachen geplant. Das, wenn ich nämlich nicht zum Studieren weggehen sollte, was im Moment immer wahrscheinlicher wird, haben wir noch einen Kellerraum, der noch benutzt werden kann. Und ich könnte mir da tatsächlich ein kleines YouTube-Studio aufbauen. Und das wäre mega, mega cool. Also da gibt es demnächst auf jeden Fall auch, oder beziehungsweise wenn es da mal ein bisschen klarer wird, auch mal Vlogs dazu, beziehungsweise weitere Infos. Ach Leute, es ist so viel, was cooles Zeug in Zukunft noch passieren könnte mit Card Buddies, mit dem Kanal, alles wird auf jeden Fall mega krass. Wir haben ein Lilly Full Art natürlich, und ein schimmerndes Hirachi, oh holy, das kommt gerade aus dem gar nichts, sehr cool, das freut mich, das habe ich gerade überhaupt gar nicht mehr erwartet, ich habe gedacht, jetzt kommt eh nichts mehr. Nice! Nice, nice, nice. Gefällt mir. Haben wir auf jeden Fall einen sehr schönen Pull in den Karten drin. Oh boy. Ich meine, guckt euch die Karte an. Ein schimmerndes Hirachi. Holy shit. Nice. Nice, nice, nice. Das heißt, das Opening hat sich doch auf jeden Fall schon mal gelohnt, würde ich sagen. Hoffe ich zumindest mal. Oder würde ich mal behaupten. Und ja, Leute, ich freue mich auf jeden Fall, das, was in Zukunft hier noch passiert. Yes. Und zu Phantomkristall, wie gesagt, nochmal, ich habe ja noch ein Info-Mazins-Video gemacht. Ich krieg's einfach nicht zum Laufen im Moment. Ich weiß nicht, was so los ist, aber ich denke mal, das kriegen wir auch irgendwann mal nochmal zum Laufen. Das könnte man dann ja zum Beispiel auch weiter streamen. So, letztes Pack, wie gesagt, Kapilz, Rattan, ein Golbit, wir haben noch Voltoball, Tyrakrok, ein Plusle als Reverse-Karte und unsere Rare ist ein... Oh, holy, 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 shit. Leute, wir haben ein... Es ist eine Rainbow Rare. Ich weiß nicht, was es ist. Es ist ein Zoroark Rainbow Rare. Nice. Oh, holy shit. Wie hammer mega geil ist das denn? Holy. Eine richtig coole, richtig spielstarke und teure Karte. Oh my God. Das Opening hat sich doch mal sowas von gelohnt, Leute. Auch wenn es ein cooles, kurzes Opening war. Hammer, Hammer, Hammer. Ich hoffe, es hat euch auch gefallen. Wenn ja, dann drückt auf jeden Fall mal den Like-Button, würde mich sehr freuen. Guckt auf jeden Fall mal bei Card Buddies vorbei, hier in der Endcard, die gleich kommen wird, ist das alles dabei. Und dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Bleibt auf jeden Fall immer positiv. Bis dann, haut rein und ciao, ciao.